Arztdeutsch, ne? Arztdeutsch. Übrigens könnt ihr euch hier bei der lieben Fumofuchi, heißt das, ich weiß es gar nicht mehr, ist das logisch richtig? Die Fumofuchi hat sich das nämlich gewünscht, dass wir hier Outlast spielen, ja, liebe Freunde. Und da können wir uns natürlich alle bei ihr bedanken, besonders ich. Alter. Nee. Nee. Ich will ja weg, bitte. Ich geh da rein, geh da rein. Haben wir da was übersehen? Oh nein. Boah, was knallt der immer die Türen? Kann der den nicht leise zumachen, ey? Oh na, und dieses Atmen, ey. Super, super, wunderbar, echt super, klasse. Gut, da geht's nicht weiter. Alter. Was? Oh mein Gott, da rennen welche rum. Wir gehen in die Bibliothek. Ah! Oh, Mucke, geh bitte aus jetzt. Kopf ab. Oh shit. Scheiße. Oh. They killed us. You got out. The variants. You can't fight them. You have to hide. You can unlock the main doors from security and control. You have to get the fuck out of this terrible place. Alter, boah, meine Batterien, ich musste aufpassen. Oh, wir haben irgendwo einen Eintrag gehabt, ich weiß nicht, Notizen oder sowas. Ich bin drin. Ich bin drin. Überall Leichen, Blut, Verbrennungen. Köpfe aufgereiht wie Flaschen in einer Bar. Tote Murkoff-Wissenschaftler hängen von der Decke. Auf ihren Namensschildern steht Murkoff Advanced Research Systems. Murkoff hat seit langem aus angeblichen Wohltätigkeitsprojekten Profit geschlagen. Bescheißt die dritte Welt und scheffelt eine weitere Milliarde. Wie wollte Murkoff Geld mit einem Haus voller Verrückter machen? Ein Mitglied einer Art Spezialeinheit wurde aufgespießt wie ein Schwein. Erzählt mir, ich soll hier verdammt nochmal verschwinden und stirb dann. Das hätte ich wissen sollen, als ich noch auf dem Weg raus konnte. Was? Als ich noch auf dem Weg raus konnte, den ich reingekommen bin. Oh mein Gott.
Okay. Haben wir Dokumente noch? Ne, Dokumente haben wir keine mehr gesammelt. Oh, fuck, Alter. Das machen die, wo hängt der überhaupt drauf da? An so einem Besen oder was da aufgespießt. Scheiße, scheiße, scheiße. Was? Was war das? Was war das? Was war das? Wo hat der gesprochen? Wo hat der gesprochen? Ah, fuck, Alter, warum muss ich das überhaupt spielen? Oh oh. Oh fuck. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die sind ja alle so bekloppt hier drinne. Was? And who are you then? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Fliehe aus der Nervenheilanstalt, benutze den Sicherheitsterminal, um den Haupteingang zu öffnen. Ich wollte schon sagen, der hat jetzt die Kamera geklaut. Gott. Okay, neues Dokument. Vollziehungsbefehl, Fallnummer 29475810 4, betreffend den Zugriff auf Psychiatriezentrum Mount Massive. So. Eidesstattliche Erklärung wurden vor dem Direktorenausschuss seitens der Murkoff Hardline Security geliefert, der Grund zu folgender Annahme hat. Katastrophaler Sicherheitsbruch im Psychiatriezentrum mit drohender Gefahr von Umweltschäden. Nach unserer Überzeugung erfordert das durch eidesstattliche Erklärungen und Zeugenaussagen erbrachte Beweismaterial akute Maßnahmen seitens der MHS und rechtfertigt die Ausstellung dieser Berechtigung. Sie werden hiermit aufgefordert, MHS vollen Zugang zu allen Einrichtungen und seinen Repräsentanten volle Autorität zu gewähren. Durch die Entnahme dieses Dokuments verzichten Sie und alle lebenden Anverwandten auf jeglichen Anspruch auf ein Gerichtsverfahren gegen die Murkoff Corporation oder ihre Tochterunternehmen aufgrund von Maßnahmen der MHS oder aufgrund der Umstände, die entsprechender Maßnahmen bedürfen, ungeachtet jeglicher Zuständigkeit. Okay. Also die Murkoff ist dann die Murkoff? Jetzt lass mich nochmal ganz kurz. Wo
Projekt Wallrider. Dun, 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 dun. Projekt Wallrider. Das ist die Murkoff Research, oder? Ist das hier die Research? Murkoff Research Dingsbums, die man hier. Nee, das ist anders. Die Murkoff Corporation hat eine lange Tradition aus. Ich verstehe. Gut, der hat dann sein Sicherheitspersonal da reingeschickt, weil die alle da durchgedreht sind. Und wie die hier durchgedreht sind, das sieht man ja. Proclaim the Gospel. Irgendwo die Sicherheitszentrale, das ist doch... Hier kann ich nichts machen, ne? Bei dem Rechner irgendwie? Eieieiei. Oh nein. Alter. Hier ist was undicht. Sollte mal der Hausmeister vorbeischauen. Ich hab gedacht, Alter, da steht jemand hinter der schwarzen Scheibe. Was ist mit ihm? Alter, nee. Oh nein. Ja, die Türen schön rausgerissen. Oh nein, mein armes Herz. Mein armes Herz, Alter. Da hat schon wieder einer probiert, den... Alter, knall doch die Türen nicht so, Mann. Einen Arm runterzuspülen. Witness. Oh Gott, Alter. Mach doch nicht so eine dämlichen Geräusche. Warte, wir schauen uns die Notiz gleich an. Boah, Lecco mio, Alter, was ist... Oh, was? Oh, Batterien. Hier, hallo. Nein. Was war das? Nein. Nein. Nee, sorry, falsche Taste. Oh Mann, der Zeuge. Ich bin schon zu Tode geprügelt worden. Ich habe mir Glassplitter aus dem Kopf gezogen, einige Rippen sind gebrochen. Wurde von einem deformierten Riesen beinahe getötet. Er sieht aus, als wäre sein Kopf mit einer Käsereibe bearbeitet worden. Er wirft mich durch die Wand, schlägt mich bewusstlos. Beim Aufwachen nennt mich ein teigiger alter Mann mit einem Gesicht wie ein säuferischer Kindergrabscher sein Apostel. Darum habe ich ihn nicht gebeten. Überall sind Worte mit Blut hingeschmiert. Ich habe das üble Gefühl, dass der Priester das für mich und zu meinem Wohl tut. Oh Mann, na super, ey. Wenigstens haben wir einen, der irgendwie, ja, kann man sagen, hinter uns steht oder uns irgendwie den Rücken frei hält. Warum muss die Tür jetzt zu sein? Was soll das? Ich hab doch langsam gedrückt. Hallo? Hallo? Ich tue euch nichts. Oh Mann, Alter, ich will da nie hintergehen.
Wir können uns ja nicht mal wehren. Wir können ja gar nicht. Ich hasse das, wenn man sich nie wehren kann. Das macht das Ganze noch viel unangenehmer. Hier steht Security. Das wird ja wahrscheinlich der Kontrollraum sein. Ist ja jetzt die Tür offen oder ist das ein Texturenfehler oder was? Was ist hier los? Oh Mann. Kann ich die nicht leise zumachen, Alter? Warum knallt der die Scheiße immer so zu, Alter? Das hört doch jeder. Oh Mann. Okay, neues Dokument. Oh, Projekt Wallrider, Inspektion vor Ort. Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund des bevorstehenden vollständigen Berichts sind keine sofortigen Maßnahmen seitens der Murkoff Corporation erforderlich. Das Profitpotenzial von Projekt Wallrider verbleibt unverändert hoch. Die vier Todesfälle enthalten ausreichend uneindeutige Daten, um das Gerichtsverfahren im Fall der korrekten Handarbeitung des Beweismaterials zu unterbinden. Projekt Wallrider bleibt gefährlich und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit weiterer Verluste, was die bereits verzeichneten betrifft. So ist das familiäre sowie seitens der Regierung geäußertes Interesse an den Patienten derartig gering, dass keine rechtlichen Maßnahmen zu erwarten sind. Die Gewalt unter den Patienten steigt. Je weiter sich die morphogenetische Antriebstherapie der Produktion von Arbeitsmodellen nähert. Doch eine Kombination aus chemischer und physischer Fixierung hat sich als hinreichend effektiv erwiesen, um weiterhin Kontrolle und Profit zu gewährleisten. Hochachtungsvoll, Helen Granite, Murkoff Schadensabteilung. Ich hoffe, ich lese das immer noch ein bisschen so, dass man vielleicht den Zusammenhang verstehen kann. Ich selbst verstehe ihn nicht mehr. Oh Mann, die habe ich zugemacht, ne? Mann, tu doch die Tür nicht so schnell auf! Kann man da was sehen?